Kriemhild und ihre Gegner. Unversöhnliche Rache, Gefolgschaftstreue bis in den Tod und ein Strudel wilder Leidenschaften, der die Burgunden in den Untergang reißt. Bis auf den letzten Mann. Das Nibelungenlied. Ein Drama aus Fiktion und Fakten. Ein blutiger Thriller voller Anspielungen auf historische Persönlichkeiten. Und auf einen sagenhaften Schatz. Viele Theorien ranken sich um das legendäre Rheingold, das bis heute Schatzsucher in Atem hält. Dunkle Schatten fallen auf Worms, die Hauptstadt des Burgundenreichs. Der feige Mord an Siegfried hat die Atmosphäre am Hof vergiftet. Seine trauernde Witwe Kriemhild sinnt auf Rache. Nicht einmal ihr tiefer Glaube kann die üblen Gedanken vertreiben. Die schutzlose Frau steckt in der größten Krise ihres Lebens. Die Ehe der beiden Königskinder stand unter keinem guten Stern. Der leichtsinnige Recke ließ sich auf ein durchtriebenes Spiel ein. Mit einer Tarnkappe, die ihn unsichtbar machte, half er Kriemhilds Bruder Gunther, die legendäre Brünnhild, im Kampf zu bezwingen und als Gemahlin nach Worms zu führen. In der Hochzeitsnacht half der Drachentöter seinem Schwager sogar, die Braut zu entjungfern. Kriemhild erhielt die Trophäe der schändlichen Tat. Es kam zum Bruch zwischen den adligen Damen, als sie den geraubten Gürtel der ungeliebten Schwägerin präsentierte. Brünhild forderte Hagen auf, die Schmach zu sühnen. Ihr Vertrauter ermordete den Helden. Die Wunde des Toten blutete, als der Täter neben der Leiche auftauchte. Von da an wusste Kriemhild, wer ihren Mann umbrachte. Trotz ihrer hohen Stellung vermag die einsame Frau in der mittelalterlichen Gesellschaft nichts auszurichten. Doch sie besitzt Siegfrieds Erbe, den riesigen Nibelungenschatz. Er soll zum Werkzeug ihres tödlichen Plans werden. Mit dem Gold will Kriemhild Ritter anwerben, die den heimtückischen Mörder aus der Welt schaffen. Aber Hagen ahnt, was seine Gegnerin vorhat. Auf geht's! Ohne Vorwarnung lässt er den Großteil des Hortes konfiszieren. Der freche Diebstahl bedeutet für die Witwe mehr als nur den Verlust ihres Reichtums. Hi, hi, hi! Vielmehr macht Hagen damit unmissverständlich klar, dass für Kriemhild ein Leben in Abhängigkeit beginnt. Sie soll begreifen, dass die Burgunden als neue Besitzer des Raubguts fortan auch die Herrschaft über Siegfrieds Königreich, das Land der Nibelungen, übernommen haben. Ein schwerer Schlag. Hagen weiß, wofür dieser Schatz steht. Dass in dem Schatz der Nimbus Siegfrieds fortlebt, dass der Glanz dieses Mannes damit auf Kriemhild weiter strahlt. Und er weiß, wie wichtig Kriemhild diese Selbstidentifizierung als Witwe Siegfrieds, als Erbin Siegfrieds ist. Und indem er den Schatz ihr nimmt und damit ihr den Nimbus nimmt, wiederholt er gleichsam in der Kränkung, die er Kriemhild damit zufügt, noch einmal die Tat, die er begangen hat. Und er will Kriemhild kränken, weil sie eben diejenige ist, die für den Namen Siegfrieds steht. Diese Kränkung befriedigt ihn und diese Kränkung bedeutet für ihn eine Gefahr. Die Gefährlichkeit Kriemhilds klingt schon in ihrem Namen an. Das mittelhochdeutsche Grimm bedeutet Maske, Hild heißt Kampf. Die Frau kämpft also hinter vorgehaltener Maske. Und tatsächlich, ihren tödlichen Hass kann Kriemhild immerhin über 2 Jahrzehnte hinter freundlicher Miene verbergen. Der Dichter des Epos legte aber nicht nur Fährten in die Seele seiner Helden, sondern verlieh ihnen auch Charaktereigenschaften historischer Persönlichkeiten. Die Vorbilder spürte er in alten Chroniken auf, ebenso wie die Schauplätze, die er sorgfältig auswählte.
Dazu gehörte auch das einstige Königreich Ungarn. Dort residierte der legendäre Etzel, der Kriemhilds Schicksal eine plötzliche Wendung gibt. 13 Jahre nach Siegfrieds Tod trifft die Gesandtschaft des Herrschers am Hof der Burgunden ein. König Gunther empfängt die weitgereisten Gäste. Sie kommen, um für ihren Herrn um Kriemhilds Hand anzuhalten. Ein Geschenk des Himmels, auf das die enterbte Witwe lange gewartet hat. Auf einen Mann, der sie aus den Fängen der intriganten Wormser Sippe befreit. Sie willigt ein, zum Schrecken von Hagen. Denn die Ehe mit Etzel verschafft seiner Feindin einen mächtigen Verbündeten. Hinter dem Regenten aus Ungarn steckt kein geringerer als Attila, der berüchtigte Feldherr der Hunnen, den seine Soldaten liebevoll Väterchen nannten. Als Geißel Gottes oder Schrecken der Völker kennt ihn die Nachwelt. Um die Mitte des 5. Jahrhunderts gelingt es dem Anführer mongolischer Reiterhorden, nach Mitteleuropa vorzustoßen, vor die Grenzen des römischen Imperiums. Auf dem Höhepunkt seiner Macht kontrolliert Attila ein Gebiet, das sich vom Kaukasus bis an den Rhein erstreckt. Überall verbreiten die fremden Krieger Furcht und Schrecken. Die Germanen, die im Osten Europas siedeln, geben ihre Dörfer auf und fliehen in Richtung Westen. Attilas unaufhaltsamer Siegeszug löst eine der größten historischen Umwälzungen auf dem Kontinent aus: die Völkerwanderung. Auch ein Stamm mit Namen Burgunden bekam es mit den Hunnen zu tun. Allerdings lange vor Attila. Nur wenige Grabbeigaben zeugen von der Existenz des kleinen Volkes. Die Fundstücke verraten den Forschern, dass die Burgunden ursprünglich in der oberen Lausitz und in Polen siedelten. Im 3. Jahrhundert gaben sie ihre Heimat auf und zogen in die Nähe von Worms. Außer den Berichten antiker Historiker blieb nur ein archäologischer Beleg erhalten, der die Auswanderer ausdrücklich benennt. Er liegt im Archäologischen Landesmuseum Trier. Bei der Restaurierung eines alten Grabsteins entdeckten die Experten eine lateinische Inschrift. Sie würdigt den Toten, der in römischen Diensten stand, als Angehörigen des Gentis Burgundionum. Das heißt, der Verstorbene war ein gebürtiger Burgunde. Von der Moselmetropole Trier aus kontrolliert damals der Heerführer Flavius Aetius die Nordostgrenze des römischen Imperiums. Die Stadt ein einziges Bollwerk an strategisch bedeutsamer Stelle. Als Bundesgenossen der Herren vom Tiber sollten die Burgunden die Rheingrenze absichern. Ein Arrangement, das etwa 20 Jahre gut funktionierte. Im Jahr 436 jedoch bahnt sich ein Konflikt an, weil der Germanenstamm sein Reich nach Westen, ins römisch besetzte Gallien, ausdehnen will. Aetius schickt eine Spezialeinheit hunnischer Reiter, die bei ihm im Sold stehen. Sie vernichten das burgundische Heer, seinen Anführer, König Gundaharius, sowie die meisten seiner Gefolgsleute. In der Figur des Gunther spiegelt sich, so glauben Forscher, das Unglück des Germanenherrschers. Indizien für das weitere Schicksal der Burgunden entdeckten Wissenschaftler bei einer Grabung in Frankreich. Im heutigen Burgund siedelten die Besiegten nach ihrer Vertreibung vom Rhein. Aufsehen erregte eine Reihe von deformierten Schädeln, die Professor Henri Gaillard von der Universität Dijon untersuchte. Dieser Schädel wurde absichtlich verformt, und zwar so, dass der Person bereits als Baby über Stirn und Schädeldach sehr feste Bandagen gewickelt wurden. Die Einbuchtungen lassen deutlich erkennen, die Verformung blieb erhalten. Das heißt, die Person, die in diesem Fall sogar noch eine Verletzung erlitt, hatte Zeit ihres Lebens einen Turmschädel. Der sogenannte Turmschädel, ein Beweis für die Unterwerfung der Burgunden durch die Hunnen.
Die Asiaten galten als Trendsetter der seltsamen Mode. Die Germanen fanden sie schick, weil sie von den Siegern kam. Zweifellos wirken im Nibelungenlied Motive aus der großen Geschichte nach. Aber nicht in allen Details. Aussehen, Kleidung und Benehmen der Hauptfiguren beschrieb der Dichter nach dem Geschmack seiner Zeit. Schon allein, um sich modern zu geben. Seine Kritik an der Moral der Fürstenhäuser um 1200 hingegen packte er lieber in Ereignisse aus der fernen Vergangenheit. Für die Klage über Heiratspolitik und Selbstjustiz musste Attila herhalten. Der freit im hohen Alter Hildiko, eine junge Burgundenprinzessin. Doch bereits in der Hochzeitsnacht stirbt der Hunnenkönig. Schon Zeitgenossen spekulierten, ob Hildchen ihren Gatten Attila vergiftete, aus Rache für das Leid, das er über ihr Volk brachte. Hildchen soll Kriemhild sein. Zwar ermordet sie ihren Ehemann Etzel nicht, benutzt ihn aber, um ihr Todesspiel einzufädeln. Der Ahnungslose, eine Marionette in den Händen der entschlossenen Frau. Der König von Ungarn. Im Epos kein rücksichtsloser Machtmensch, ganz im Gegenteil. Ihn zeichnen die höchsten Herrschertugenden des Mittelalters aus. Treue, Selbstzucht und Milde. Der schreckliche Attila lieferte also nur das Grundgerüst. Die restlichen Bausteine stammen von einer anderen, edleren Persönlichkeit. Sie machen aus Etzel den gütigen Landesvater. Die Rede ist von Stefan I., König von Ungarn. Er regierte im 11. Jahrhundert. Als Monarch, der das Donauland christianisierte, ging er in die Geschichte ein. Für seine tugendreichen Taten wurde er sogar heilig gesprochen. Sein Stammsitz, die Arpadenburg, erhebt sich hoch über der heutigen Stadt Estergom. Im Nibelungenlied hieß der Ort Gran und die Festung Etzelburg. Erst im 20. Jahrhundert stießen Bauarbeiter zufällig auf Überreste der weitläufigen Residenz von Stefan I. Inzwischen lockt die Anlage als Schauplatz für den letzten Akt des Dramas jährlich viele tausend Touristen an. Mutmaßlich kannte auch der Verfasser den Königssitz aus eigener Anschauung. So wundert es nicht, dass Kriemhilds tugendhafte Seite auch ungarischen Ursprungs ist. Liebreiz und Opferbereitschaft von Stefans Gemahlin Gisela beeindruckten den Autor so nachhaltig, dass er sie seiner Figur andichtete. Im Kloster Niedernburg zu Passau ruhen die Gebeine der tiefgläubigen Herrscherin. Nach dem Tod ihres Mannes wurde sie Nonne und übernahm die Leitung der Abtei. Wie Kriemhild hatte Gisela drei Brüder, wurde von ihren Verwandten beraubt und zeitweise sogar von heidnischen Widerstandskämpfern gefangen gesetzt. Deshalb verließ sie ihre Heimat. Was ihr an Vermögen blieb, spendete sie ausnahmslos der Ordensgemeinschaft von Passau. Ein kostbares Vermächtnis. Für Aufsehen sorgte eine Theorie, die Worms und Estergom als Schauplätze für das Ende der Nibelungen ablehnt. Der Historiker Heinz Ritter Schaumburg brachte sie in Umlauf. Er war davon überzeugt, als einziger die wahren Tatorte zu kennen. Der Wissenschaftler führte seine Erkenntnisse auf ein Dokument zurück, das dem schwedischen Staat gehört. Im Reichsarchiv in Stockholm lagert ein wertvolles Exemplar der sogenannten Tidrex-Saga, die ursprünglich im 13. Jahrhundert entstand. Das Werk erzählt eine ähnliche Geschichte wie das Nibelungenlied, bringt aber andere Ortsnamen ins Spiel. Ritter Schaumburg behauptete, die altnordische Saga sei ein Tatsachenbericht und damit die verlässlichere Quelle, um die Plätze der germanischen Geschichte zu lokalisieren. Vor allem die mittelalterliche Stadt Susa rückte der Forscher ins Zentrum seiner These. Dort soll ein Germanenkönig namens Attalo über das Hunaland regiert haben. Susa ist mit Soest in Westfalen identisch. Darin sind sich die Forscher einig. Doch an einen Germanenkönig Attalo
glauben sie nicht. Außerdem war die Region nachweislich für die Völkerwanderung unbedeutend. Selbst ein Fund aus dem Jahr 1930 half Ritter Schaumburg nicht weiter. Archäologen entdeckten damals bei Soest ein reich ausgestattetes Frauengrab. Die Tote aus dem 6. Jahrhundert trug eine goldene Scheibenfibel. Auf der Rückseite prangt eine Runenschrift. Der Forscher las darin den Namen Atalo, eine Interpretation, die Experten nicht nachvollziehen können. Doch der Verfechter der Soest-Theorie hielt weitere Argumente bereit. Die Tidrex-Saga schildert eine Reise der Niflungen. Unterwegs passieren sie eine Stelle, an der Duna und Rhein zusammenfließen. Fachleute gehen davon aus, mit der Duna ist die Donau gemeint. Da sie aber nicht in den Rhein mündet, folgern sie, der Schreiber der nordischen Saga kannte sich in Deutschland nicht aus. Ritter Schaumburg sieht das anders. Er identifiziert die Duna als den Fluss Dün. Das Flüsschen wurde zwar im 20. Jahrhundert in die Wupper umgeleitet, mündete aber einst in den Rhein und hieß im Mittelalter Dune. Schon bei Tacitus, im ersten Satz der Germania, steht, dass Germanien von anderen Völkern und Ländern getrennt wird durch Rhein und Donau. Das heißt, diese beiden Flüsse, die sich ja auch fast treffen, bilden eine gewisse Grenze. Sie waren ein bekannter Terminus in der Antike. Und ich möchte doch glauben, dass hier diese Auffassung bis in die Tidrix-Saga durchgedrungen ist. Ich halte es für sehr gewagt, in der Donau die Dünn zu sehen, obwohl das auch ein alter Name ist. Genauso alt wie der Name des Ortes, aus dem die Niflungen aufbrachen, um zu Atalo zu ziehen, nämlich Wernica. Ritter Schaumburg findet auch dafür eine Erklärung. Nicht Worms am Rhein, sondern das Dorf Firmenich in der Eifel hält er für das geeignete Domizil der Sippe. Damals wie heute ein verschlafenes Nest. Wernica ist nichts anderes als eine Form des Ortsnamens Worms. Man muss wissen, dass der Ortsname Worms auf ein Borbeto Magus zurückgeht. Und zwischen Borbeto Magus und Worms gibt es eine lange Entwicklungsreihe des Ortsnamens. Und die Belege Wernica passen sehr, sehr gut in eine bestimmte Periode dieser Entwicklung. Und es ist, glaube ich, keine Frage, dass mit diesem in der Tidrix-Saga erscheinenden Ortsnamen, dass damit Worms gemeint ist. Wahrscheinlicher klingt die Vermutung, dass die Geschichte der Nibelungen irgendwann mit Kaufleuten aus Soest nach Skandinavien gelangte. Die Menschen im Norden erzählten sie weiter, bis ein Autor aus dem Stoff die Tidrix-Saga schuf. In seinem Werk setzte er dem fernen Soest, das er aus Erzählungen der Händler kannte, ein Denkmal. Die anderen Orte bleiben Spekulation. Präzise verfolgen hingegen lässt sich Kriemhilds Reise zu ihrem Bräutigam Etzel, den sie in Wien heiraten wird. Ein weiter Weg entlang der Donau. In Dutzenden von Versen ließ der Dichter imposante Plätze und Burgen an den Ufern des großen Stroms aufscheinen. Raststationen, die der Braut und ihrem Begleittross Erholung bieten. In Passau amtiert Kriemhilds Onkel, Bischof Pilgrim. Im Mittelalter war die prächtige Domstadt eine bedeutende Diözese, ausgestattet mit weitreichenden Befugnissen und engen Kontakten zum Papst in Rom. Der Gottesmann erhält im Epos einen kurzen, aber bedeutsamen Auftritt. Kein Zufall, denn der Verfasser des Nibelungenliedes pflegte mit dem historischen Vorbild des Seelenhirten engen Kontakt. Der Autor stand vermutlich in der besonderen Gunst des Kirchenfürsten. Bischof Wolfgang von Erla galt weithin als Mäzen und Liebhaber höfischer Kultur. Er honorierte schon die Kunst des Walter von der Vogelweide großzügig mit einem Pelzmantel. Das Nibelungenlied gab vermutlich das geistliche Oberhaupt persönlich in Auftrag. Eine Mahnung an die Herrscherhäuser, die sich in jener Zeit nicht länger um das Wohl von Religion und Staat kümmerten. Der Appell fiel drastisch aus.
Doch die politischen Wirren am Ende des 12. Jahrhunderts erforderten eine unverblümte Botschaft, die Wiederherstellung der Ordnung durch die Kirche als oberste Instanz. Mit einem Brief an ihre Verwandten in Worms nehmen Kriemhilds Rachepläne konkrete Formen an. Die Unversöhnliche lädt die Familie zum Sonnenwendfest ein, in der Absicht, endlich nach 13 langen Jahren mit ihrem Erzfeind Hagen abzurechnen. Dem Überbringer der Nachricht befiehlt sie, nichts von ihrer düsteren Stimmung verlauten zu lassen und unbedingt auch Hagen von Tronje zu dem Besuch bei ihr zu bewegen. Man fragt sich, warum eigentlich konnte dieser Hass nicht einmal erkalten? Warum hat sie nicht die Trauerarbeit geleistet, von der wir wissen, dass sie erforderlich ist, um mit einem Verlust zu leben? Und ich denke deswegen nicht, weil in diesem Hass ein Gefühl der Mitschuld mitschwingt. Sie weiß, dass sie seinerzeit Zweifel an ihrem Mann Siegfried hatte, bedingt durch Brunhild und die Umstände der Werbung und die Hochzeitsnacht. Sie weiß, dass Hagen durchaus ihren Willen mitvollstreckt hat, dass sie weiß, eine gedankliche Mitschuld an dieser Tat. Und die Person Hagens muss sie beständig lebenslang an die eigene Schuld erinnern. Sie muss um die Tötung des Hagens bemüht sein. Sie muss den Mann vernichten, der für ihre Schuld steht und ihr sie beständig an diese Schuld erinnert. Hagen ahnt, was in Kriemhild vorgeht. Aber trotz seiner Warnung brechen die Burgunden nach Ungarn auf, mit 1000 Soldaten im Gefolge. Gunthers Vertrauter ist der heimliche Herrscher über das Reich. Ein kluger Kopf mit eiskaltem Herzen, der die Fäden spinnt und stets die Entscheidungen trifft. Ohne ihn wäre der König in jeder Hinsicht auf verlorenem Posten. Hagen von Tronje. Eine zwielichtige Gestalt, in der Forschung heiß umstritten. Seine Heimat könnte Kirchheim im Elsass sein. Die kleine Ortschaft hieß früher Tronneger. Im 6. Jahrhundert lebten dort vorübergehend die Könige der Merowinger. Von ihrer Geschichte ließ sich der Verfasser der Heldendichtung immer wieder anregen. Zu den wenigen Spuren, die der Herrscher-Clan hinterließ, gehören Grabmäler in der Kathedrale von Saint-Denis bei Paris. Direkt neben den Sarkophagen der Regenten stehen die der Hofbeamten. Sie stürzten ihre als faule Könige berüchtigten Herren und übernahmen selbst die Macht im Frankenreich. Unter der Führung von Hagen reiten die Burgunden ihrem Schicksal entgegen. Eine Reise ohne Wiederkehr, wie der Verfasser mehrfach ankündigt. Von Worms führt der Weg zunächst mainaufwärts, dann in südliche Richtung nach Passau, weiter entlang der Donau, über Pöchlarn und Wien, schließlich ins ungarische Estergom. Für die rund 1000 Kilometer lange Strecke braucht der Trupp etwa 2 Wochen. Nahe der Donau überrascht Hagen 2 Wasserjungfrauen beim Bad in einer Quelle. Eine mysteriöse Begegnung. Die magischen Wesen stammen aus der Anderswelt und können in die Zukunft schauen. Der schamlose Reichsvogt nimmt die Kleider der nackten Schönen an sich und spricht die beiden Geschöpfe an. Er will von ihnen wissen, wo der nächste Fährmann zu finden sei. Die gewünschte Auskunft erhält er zunächst nicht. Stattdessen, im Austausch gegen die Gewänder, weissagen sie ihm. Alle werden sterben. Orakeln die Hellseherinnen. Bis auf einen, den Kaplan, der die Reisegesellschaft begleitet. Die unheilvolle Prophezeiung siedelte der Dichter an einem konkreten Ort an, nämlich am Kelsbach, unweit des bayerischen Dörfchens Pfarring. Schon die Römer weihten den verwunschenen Platz den Parzen, ihren Schicksalsgöttinnen. Noch im Mittelalter pilgerten die Menschen aus dem Umkreis zu der mythischen Stätte. Hagen zögert nicht, die Probe aufs Exempel zu machen. Er will Gewissheit, ob der Zug an den Etzelhof ins Verderben führt.
Kurzerhand stößt er den Geistlichen in den Fluss, wohl wissend, dass der Mann nicht schwimmen kann. Doch wie durch ein Wunder trägt das Wasser den Diener Gottes ans rettende Ufer. Spätestens jetzt schlägt für die unglückseligen Burgunden die Stunde der Wahrheit. Der furchtlose Anführer setzt das gesamte Gefolge über die Donau und zerstört danach die Fähre. Damit zwingt er die Edelmänner, ihren Schwur auf den König und das Reich bedingungslos zu erfüllen. Wenn nötig, eben auch bis in den Tod. Als Hagen das Fährschiff vernichtet, weiß er, dass der Untergang der Burgunds besiegelt ist. Das heißt, es kann ihm nicht mehr darum gehen, die Leute bei der Fahne zu halten, Flucht unmöglich zu machen. Es kann ihm eigentlich nur noch darum gehen, die Niederlage zu inszenieren. Das heißt, zu erreichen, dass das, was unvermeidbares Schicksal ist, als Vollstreckung des eigenen Willens imponiert. Die Nachwelt soll die zweifelhafte Lehre daraus ziehen, dass es die Größe eines Volkes erweist, wenn es bereit ist, kollektiv und sinnlos in einen Opfertod zu laufen. Die Etzelburg bietet die Bühne für das Ende der Tragödie. In der Anlage legten Archäologen einen verschütteten Saal aus dem Mittelalter frei. Noch dauern die Restaurierungsarbeiten an. Die Forscher gehen davon aus, dass der Dichter das Gewölbe mit eigenen Augen gesehen hat. Er nahm den imposanten Raum als Motiv für das Festgelage, zu dem angeblich mehr als 1000 Gäste geladen waren. Als König Etzel zu Tisch bittet, legen die Burgunden entgegen der Etikette ihre Waffen nicht ab. Ein Affront aus gutem Grund. Die hasserfüllte Kriemhild wollte ihren Erzfeind Hagen und seine Leute in der Nacht zuvor ermorden lassen. Doch der schlaue Fuchs schlug die Attentäter in die Flucht. Ohne Rücksicht auf ihren Sohn lauert sie auf eine neue Gelegenheit zuzuschlagen. Die gesamte Gesellschaft sitzt auf einem Pulverfass. Nur Dietrich von Bern, Etzels enger Vertrauter, beherrscht souverän die Szene. Selbst Hagen erweist dem Mann die Ehre. Theoderich der Große steckt hinter dem Helden aus dem Nibelungenlied. Seine Spur führt nach Ravenna in Italien. Dort erinnert ein gigantisches Mausoleum an den mächtigen Herrscher der Ostgoten. Ende des 5. Jahrhunderts zog er in Verona ein, jene Stadt, die lange Zeit Bern hieß. Von dort aus begann Theoderichs Siegeszug. Dank kluger Politik gelang es dem gerechten Regenten, die unterschiedlichen Volksgruppen im Reich zu einen. Eine Leistung, die ihm den Ehrentitel Friedensfürst bescherte. Theoderich war der erste germanische Machthaber, der nach dem Untergang des Römischen Reiches die rechtmäßige Königswürde in Italien erhielt. Ein Zeitgenosse schrieb, er sei in allem sogar wie ein wahrer Kaiser gewesen. Nach seinem Tod rankten sich zahlreiche Sagen um den außergewöhnlichen Staatsmann. Theoderich avancierte zum Inbegriff eines vollkommenen christlichen Monarchen. Dietrich von Bern ist sein deutsches Ebenbild, ein Held ohne Furcht und Tadel. Doch auch er kann die Katastrophe nicht verhindern. Es kommt zum Eklat, als ein Bote verkündet, dass Kriemhild die Knechte der Burgunden meucheln ließ. Hagen reagiert prompt. Ohne zu zögern schlägt er dem Sohn der Königin den Kopf ab. Der Auftakt zu einem blutigen Gemetzel. Die bewaffneten Nibelungen fallen über Etzels Gefolge her und machen es nieder. Der sinnlose Kampf zwischen den Hunnen und Burgunden, ein Sinnbild für die Feindschaft zwischen Christen und Heiden in der Epoche des Dichters. Gerade rechtzeitig verhindert Dietrich von Bern, dass der grimmige Hagen auch noch das Königspaar hinrichtet. Nur ein Aufschub, das steht für den Berserker fest. Die letzten 206 Verse, eine Kaskade des Grauens von rollenden Köpfen, durchschnittenen Kehlen und triefendem Blut.
Mit Leid war beendet des Königs Festlichkeit, schreibt der Autor. Die ehrwürdige Bibliothek von Wolfenbüttel bewahrt ein Dokument, das den Hintergrund des brutalen Thrillers beleuchtet. Das Nibelungenlied ist eine massive Kritik an der selbstherrlichen Adelsklasse und ihren zerrütteten Verhältnissen. Das erste schriftlich verfasste Gesetzbuch Deutschlands, der sogenannte Sachsenspiegel, fordert die Abschaffung der Selbstjustiz. 1235 verkündete Kaiser Friedrich II., wir gebieten, welcher Schaden auch immer irgendeinem zustoße, dass er sich nicht selbst dafür räche. Er klage es erst dem Richter und verfolge seine Klage bis zum Ende. Auf seinen Wanderungen bekam der Verfasser des Werks die Probleme der Menschen hautnah mit. Er wusste, wie sie unter der Ungerechtigkeit und Willkür der Mächtigen litten. Er begegnete vielen einfachen Leuten. Sie flohen aus ihren Dörfern, die marodierende Truppen der Fürsten niedergebrannt hatten. Die Leibeigenen klagten dem Geistlichen ihre Not, waren sie doch die eigentlichen Opfer der ständigen Fehden. Ein Dasein im Elend. Damit jeder seinen Ruf nach Mitgefühl begreift, spitzt er die Lage noch weiter zu. Kriemhild hat die Wormser Gäste inzwischen im Festsaal einsperren lassen. Kurz darauf stellt die Königin ein Ultimatum. Ihr Bruder Gunther soll Hagen freiwillig ausliefern oder die Burgunden seien verloren. Aber in sprichwörtlicher Nibelungentreue steht der König zu seinem Vasall. Die Familienbande zählen weniger als der Eid, den sich die Ritter einst schworen. Erbittert gibt Siegfrieds Witwe den Befehl, Feuer zu legen. Ihre Zerstörungswut kennt keine Grenzen. Eine Schlüsselszene. Lieber gehen die Kameraden gemeinsam in den Tod, als einen der ihren zu verraten. Heldenmut, Treue und Ehre. Typisch deutsche Tugenden. Zumindest bis ins 20. Jahrhundert bleibt der mittelalterliche Ehrenkodex ein ungeschriebenes Gesetz. Das Nibelungenlied inspiriert Maler, Schriftsteller und Komponisten. Im 19. Jahrhundert wurde das Werk als Nationalepos gefeiert. Die Begeisterung für das entschlossene Handeln der Hauptfiguren machte sich später sogar die Politik zunutze. Der Nationalsozialist Hermann Göring schwor die verzweifelten Soldaten in Stalingrad auf die Nibelungentreue ein. Ein zynischer Appell. Wir kennen ein gewaltiges, heroisches Lied von einem Kampf ohne Gleichen. Es hieß der Kampf der Nibelungen. Auch sie standen in einer Halle von Feuer und Brand, löschten den Durst mit eigenem Blut. Aber kämpften und kämpften bis zum Letzten. Ein solcher Kampf tobt heute dort. Der Nazi-Machthaber hat die Botschaft des Epos gründlich missverstanden. Menschenleben zu opfern, in jedem Jahrhundert und jedem Land eine Gräueltat und keine Frage von Ehre. Kampf um Kampf hat der finstere Hagen unversehrt überstanden. Die Soldaten sind allesamt umgekommen. Sein König, der mutlose Gunther, liegt in Ketten gefangen. Er kann nichts mehr ausrichten. Dem Recken bleibt nur noch die Aussicht auf einen ruhmvollen Tod durch die Hand des Gegners. Die Gelegenheit bietet ihm Dietrich von Bern. Als Lichtgestalt des Epos tritt er gegen das Böse an. Er fordert Hagen auf, sich als Geisel nehmen zu lassen. Doch der furchtlose Burgunde wählt das Duell. Töten will der großmütige Dietrich den Wormser Vasallen nicht. Er verwundet ihn lediglich und redet eindringlich auf ihn ein. Hagen soll am Leben bleiben, wenn er seine Schuld an Kriemhild sühnt. So ihr feierliches Versprechen an den Ritter von Bern. Schließlich führt Dietrich den Häftling ab in ein bequemes Gemach. Tatsächlich zeigt sich Kriemhild bereit, ihr Wort zu halten. Sie macht ihrem Erzfeind ein letztes Angebot: die Rückgabe ihres Erbes,
den Nibelungenhort. Wenn Hagen das Versteck des Staatsschatzes preisgibt, will sie ihm das Leben schenken. Die Wiederherstellung ihrer Ehre gegen freies Geleit. Doch der Königstreue demonstriert seine Überlegenheit und schweigt hartnäckig. Auch als ihm Kriemhild den Kopf ihres Bruders Gunther präsentiert. Die Stunde der Rache. Mit Siegfrieds Schwertbalmung besiegelt Kriemhild Hagens Schicksal. Auch ihr eigenes. Dietrichs Gefolgsmann ergreift die Waffe und haut die Frau in Stücke. So steht es im Epos. Natürlich fragt man sich, warum muss Kriemhild sterben? Sie wird über weite Strecken des Liedes dargestellt in der Rolle des Opfers. Sie ist Witwe, sie hat erlebt, wie ihr Mann getötet wurde, sie hat den Schatz verloren, sie lebt am Hohenhof. Aber sie ist eben nicht nur Opfer, sondern sie ist ganz sicherlich auch Täterin. Sie hat Hagen die Stelle gewiesen, an der der Unverwundbare verletzlich ist. Sie hat dann schließlich auch dafür gesorgt und dazu ursächlich beigetragen, dass ihr Volk, ihre Familie getötet wird. Wenn sie übrig bliebe, dann wäre eine Mittäterin am Untergang Burgunds am Leben und das wird der Leser nicht als gerecht empfinden. Ebenso wenig wie die Hinrichtung eines Mannes durch eine Frau. Für das mittelalterliche Publikum ein schwerer Frevel gegen die Sitten. Das germanische Heldenlied. Ein rasanter Cocktail über die bewegte Lebensgeschichte von Siegfried, Kriemhild und Konsorten. Ein nahezu undurchdringlicher Dschungel von moralischen Anspielungen und historischen Motiven. Längst haben Gelehrte den Nibelungencode weitgehend geknackt. Nur ein Geheimnis hält allen Nachforschungen bis heute stand. Den mythischen Schatz der Nibelungen stahl Hagen aus niederen Motiven, wie der Dichter formulierte. In einer Nacht- und Nebelaktion schaffte er das kostbare Gut aus dem Palast. Der Weg führte den Räuber an die Gestade des Rheins. Dort versenkte er Kriemhilds Erbe in den Fluten. Kein Vers gibt preis, woraus der Hort besteht, geschweige denn, wie umfangreich er tatsächlich ist. Trotzdem fahnden Schatzsucher danach. Die Glücksritter nehmen die Schilderung von Hagens Hortversenkung am Wormser Rheinufer wörtlich. Ein überlebensgroßes Denkmal erinnert noch heute an die berühmte Szene. Genauso undurchsichtig bleibt die Stelle, wo der Ehrgeizling die Preziosen angeblich ins Wasser warf. Im Text verbirgt sich nur ein kleiner geografischer Hinweis. Er ließ ihn bei dem Loche versenken in den Rhein, lautet die Zeile, die Herzen von Jägern verlorener Schätze höher schlagen lässt. Hans-Jörg Jacobi ist einer von ihnen. Der Architekt glaubt fest daran, das Versteck des legendären Rheingoldes zu kennen. Seit Jahrzehnten geht er jedem Hinweis nach. Wir befinden uns hier an dem sogenannten Schwarzen Ort. Das ist die große Rheinkurve hier bei Gernsheim. Und hier gibt es abnorm starke Tiefen, die für den Rhein ganz ungewöhnlich sind. Hier haben wir Tiefen bis maximal so um die 25 Meter. Das ist ganz ungewöhnlich. Wenn man bedenkt, dass vorher und nachher, heute zumindest, etwa in der Schifffahrtlinie so rund im mittleren Wasser 2,50 nur Tiefe ist. Hier gibt's die großen Rheintiefen. Das ist der Schwarze Ort. Und dazu kommt jetzt noch, dass wir hier gegenüber den Ort Lochheim gefunden haben, den Ort, den es eigentlich gar nicht mehr gibt heute. In alten Flurkarten gibt es den noch. Kleines Lochheim, großes Lochheim. Und wir gehen 100% davon aus, dass der Verfasser des Nibelungenliedes diesen Ort hier meint, wenn er sagt, bei Lochheim, Zem Loche, ist der Schatz versenkt worden. Geht auch strategisch nur hier. Die Natur stützt Jacobis Theorie. Vor der Begradigung im 19. Jahrhundert schlängelte sich der Rhein in unzähligen Mäandern, die regelmäßig ihren Lauf änderten. Kein sicheres Versteck also, weil das abfließende Wasser den Schatz freigelegt hätte. Es gibt nur eine Ausnahme, die Schleife bei Gernsheim. Geologische Strukturen halten den Strom dort seit jeher in seinem Bett. Es hat sich in den letzten 2000 Jahren nicht mehr als 500 Meter verlagert.
Die einstige Mitte des Stroms liegt heute unter Land. Wir haben mit verschiedenen physikalischen Methoden hier das Gelände untersucht und sind dann auf eine ganz verrückte Stelle gestoßen, mit der wir überhaupt nicht klarkamen. Da war eine Metallausstrahlung, konnte man feststellen, aber eine indifferente Form. Und da haben wir dann einen weltberühmten Routengänger eingesetzt. Und dann hat er uns auf dem Boden mit Flöckchen das markiert. Und da kamen wir auf eine sehr geometrische Form. So ein Rautenfeld, 7,50 Meter die Seitenlänge. Und das Feld hatte ziemlich gleichmäßige Metallausstrahlung. Konnten wir aber nichts mit anfangen. Und erst einige Tage später kam die Erleuchtung. Die rautenförmige Struktur, so folgert Hans-Jörg Jacobi, sei durch dicht zusammengestellte Gefäße entstanden. Seiner Ansicht nach versenkte Hagen die goldenen Objekte nicht einzeln, sondern verstaute sie in Amphoren. Die Krüge habe Gunthers Gefolgsmann geschickt miteinander verschnürt. Mit einem Floß brachte er den Block in die Flussmitte und stieß das Ganze ins Wasser. Um den Schatz zusätzlich zu beschweren, legte er Steinplatten über die außergewöhnliche Konstruktion. Schon vor 30 Jahren gab der Mainzer eine aufwendige Grabung in Auftrag. Damals ließ er ein Stahlrohr in den Boden treiben, in das ein Taucher einsteigen konnte, um unter dem Grundwasserspiegel im alten Flussbett nach Hinweisen zu suchen. Ein kostspieliges Unternehmen, das aber wegen Lebensgefahr für den Spezialisten abgebrochen werden musste. Dennoch gelang dem Taucher ein interessanter Fund. Er barg ein Stück belgischen Marmor. Das Material kommt in der Rheinregion nicht vor. Jacobi hält den Brocken für das Fragment einer der massiven Abdeckplatten. Der unermüdliche Hobbyforscher will so schnell wie möglich einen neuen Versuch starten, diesmal mit moderner Technologie. Und wer weiß, vielleicht wird eines Tages das legendäre Rheingold, einer der letzten großen Mythen deutscher Geschichte, endlich Realität. Das Nibelungenlied, ein Jahrtausendwerk, das viele Träume auslöst. Seine Helden, sie bleiben immer jung, stehen sie doch für die ewig gleichen Gefühle, für Liebe und Hass, Mut und Feigheit, Vertrauen und Eifersucht, Gut und Böse. Für das, was seit jeher den Menschen ausmacht. Der nächste Mythos für Terra X vom mittelalterlichen Deutschland ins antike Nubien, Frauenpower am Nil. Kandake ist die Königin-Mutter, die Herrscherin, die reale Macht ausübte. Wie mächtig ist die Königin von Kusch? Ihr Vater ist Amun, ist kein irdischer Vater, sondern ist der Reichsgott Amun. Geschichte ganz neu erzählt. Terra X, am Sonntag um 19:30 Uhr im ZDF.